Da gab es jetzt doch nochmal einen emulatorbedingten Schnellspeicherspielstand. Nur für den Fall, dass wir verlieren sollten, weil die 4 Booster-Packungen hätte ich schon sehr gerne. Wer bist du denn? Wer ich? Du weißt nicht, wer ich bin? Ich bin der große Musikstar Imakuni? Ausrufezeichen. Ich singe den Poké-Rap, du tanzt. Okay. Ey, beweg die Füße. Was? Karten? Du willst gegen mich antreten? Mit deinen Füßen willst du Karten spielen? Okay, aber wenn ich gewinne, musst du tanzen. Ja, mit meinen Karten. Möchtest du gegen Imakuni antreten? Unbedingt. Okay, ein Einmatch-Duell, 6 Preise. Was immer das auch bedeutet. Ja, man merkt schon, er ist so ein kleiner Honk. Er sieht auch sehr honkig aus. Ja, eine grobe Missgestalt. Hoffentlich haben wir... ja, Kartenziehglück. Beim letzten Steintypen war es doch eher ein knapperes Ding. Raupi ist schon mal cool. Ja, ein Safkorn wäre natürlich noch cooler, aber mit Raupi kann man schon mal anfangen. Hoffentlich ziehen wir mit Bill noch ordentlich nach. Nee, wir fangen nicht an, das ist schon mal blöd. Leckmon. Leckmon macht nichts, das ist gut. Ein Nidoran. Ich weiß nicht genau. Würde ich am liebsten einsetzen? Wir haben noch kein anderes Pokémon auf der Bank. Das Ding ist halt, er hat viele Psycho-Pokémon. So, mal schauen, was ziehen wir? Nidorino, okay. Wäre geil, wenn wir auch noch Nidoking ziehen. Ja, er hat viele Psycho-Pokémon. Schauen wir mal, was er da liegen hat. Leckmon und Porenta. Enduser. Wirf eine Münze bei Kopf, entferne eine Schadensmarke von Fleckmon. Okay. Ja, viel mehr macht unser Raupi auch nicht. Das heißt, wir müssen Glück haben, dass wir ihn zum einen paralysieren mit unserem Fadenschuss und zum anderen, dass er, wenn er nicht paralysiert ist, Zahl würfelt, damit er sich nicht heilt. Entferne eine auf Fleckmon abgelegte Psychoenergiekarte, um diesen Angriff auszuführen. Nimm eine Trainerkarte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Okay. Sowas wie Bill ist dann natürlich ganz cool. Und Porenta, ja. Porenta ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm. Die Energie haben wir schon gesetzt. Wir blasen zum Angriff, wie der Typ eben gesagt hat. Hopp, sehr gut. Eine Schadensmarke, die auf jeden Fall schon mal nicht runterkriegt. Das ist auch cool. Dein aktives Pokémon ist jetzt verwirrt. Imakuni möchte als Basis-Pokémon gespielt werden, aber das kannst du nicht. Ja, eine Karte von sich selber und die ist sehr, sagen wir mal, dumm. Mysteriöser Schlagersänger, der den Pokémon-Song in Japan singt. Falls du ihm jemals begegnest, grüße ihn. Ja, ist eine scheiß Karte, verwirrt dein eigenes Pokémon. Oh nein, nein. Jetzt hat er es entwickelt und damit ist der verwirrte Zustand vorbei. Oh, wäre schön gewesen, wenn er sich vorher entwickelt hätte. Ja, bist du am Zug, kannst du vor deinem Angriff beliebig oft eine Schadensmarke von einem deiner Pokémon auf Lamos verschieben. Solange du Lamos damit nicht kampfunfähig machst. Und das geht halt nicht, wenn er eine Statusveränderung hat. Jetzt kann er uns auch leben und macht sogar viel mehr Schaden als wir. Das ist ungeil. Ja, sieht nicht gut aus. Gut, dass wir vor dem Kampf gespeichert haben. Pflanzenenergie auf Nidoran. Defender auf Raupi. Und fertig. Ja, ist jetzt wirklich ungeil mit seinem Lamos. Den können wir jetzt wirklich nur noch effektiv dann besiegen. Oh, Krabi. Ja, setzen wir ihn. Wenn wir Nidorino mit 2 weiteren Pflanzenenergien versorgen können, ohne dass Nidorino abnippelt. Das ist geil. Das ist sehr geil. Wir kriegen es hin. Oh, sehr schön. Plus Power. Wir Pflanzenenergie. Ach so, haha, ja, dafür müssen wir auch die Blattenergie ziehen, ne? Geil. Setzen wir die Plus Power ein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Sollten wir ihn jetzt wirklich 1-2 Mal paralysieren, können wir ihn
Können wir Raupi dann die Plus-Power geben? Tun wir nicht, war klar. Ah ja, so viele Psycho-Pokémon, da hat unser Nidoran und Nidorino und Nidoking wirklich einen sehr, sehr schweren Stand gegen. Das macht's aber auch sehr spannend, muss ich sagen, gerade. Pflanzenenergie, geil. Hornbohrer. 50 Schaden, das ist hart. Das zwirbelt ganz schön rein. Okay, welche Karte davon ist Nidoking? Ist eine Karte davon Nidoking? Ich glaube nicht. Gabi, okay, hilft uns nicht weiter. Oh nein, noch so ein scheiß Lamus. Will er uns lachsen oder was? Ist weg. Den kriegen wir nicht kaputt. Doch, wir haben Plus Power. Haha, gut, dass wir uns das aufgehoben haben. Wir haben Pokémon auf der Bank, ein Krabi, okay. Wir haben allerdings keinerlei Energie. Ja, hilft uns gerade sehr wenig. Ja. Sieht wirklich schlecht aus hier für uns. Windhauch. Ja. Ja, war klar, dass er eine Psychoenergie hat. Sehr ärgerlich. Müssen wir Krabi einsetzen, da haben wir keine Wahl. Wir legen noch einen Krabi auf die Bank. Geben dem... Oh, wem geben wir was? Ich weiß es nicht. Krabi macht jetzt nicht sehr viel. Wir geben dem Nidoran die Feuerenergie. Dorino braucht ja im Endeffekt nur zwei Pflanzenenergie, glaube ich. Ja, zwei. Ja, was hat er denn noch? Porenta. Ja, mit dem Windhauch könnten wir uns vielleicht ein paar Runden erkaufen. Wir machen das mal. Porenta. So, jetzt haben wir da mit dem Winter auch nämlich sein aktives Pokémon gewechselt. Bin jetzt ein paar Runden erkaufen in der Hoffnung... Oh, Hypno, scheiße, ey. In der Hoffnung, dass wir bessere Karten ziehen. Ja. Okay, viel haben wir uns dadurch nicht erkauft. In der nächsten Runde hat er noch eine Psychoenergie auf Porenta. Krank. Ja, setzen wir ein. Und dann macht er konstant 30 Schaden. Das ist bitter. Ein Eicheldoktor wäre cool. Fertig. Ja, und jetzt ist es soweit. Den Trank haben wir uns noch eine weitere Runde erkauft, aber... Ja, Feuerenergie. Juhu. Wieder Nidoran. Da haben wir wirklich keine Wahl. Wir setzen gleich noch das andere Krabi ein als Prellbock. Okay, er legt uns mit der Pokeflöte ein Nidoran auf die Bank. Dann setzen wir das Nidoran gleich auch als Prellbock ein. Und nicht das Krabi. Wir haben sowieso nur ein Nidorino auf der Bank. Dieser Sam. Ja, wir brauchen Pflanzenenergie. Ganz ehrlich. Fertig. Noch ein was sollen wir mit dem ganzen Krempel hier? Fertig. Ja, 30 Schaden. Weg. Er hat nur noch zwei Preise. Langsam wird es wirklich eng. Ja, im Grunde kommen wir nur noch weiter, wenn wir da wirklich Nidorino jetzt wirklich ausgestattet kriegen mit der Pflanzenenergie. Alles andere hilft uns nicht. Ach, der Pokéball, was sollen wir damit? Bringt uns nicht weiter.
Kann ich schon mal zu Nidorino entwickeln? Ja, ich weiß nicht. Bin ratlos. Noch ein Hypno, geil. Wollen wir unbedingt so sehen, oder? Trank. Oh, Alter, ganz ehrlich. Wir ziehen so beschissen. Wasserenergie, ja. Hilft uns auch nicht mehr. Was sollen wir damit? Wir haben auch kein brauchbares Wasser-Pokémon mehr, was wir uns jetzt holen könnten. Also, das ist so sinnfrei. Okay, er verwirrt jetzt sein Pokémon. Hm. Ja, hat sich selbst verletzt, das ist gut. Hat uns eine weitere Runde erkauft. Angama, ja, hätte ein bisschen früher kommen müssen, oder? Ja, ich wollte nach den Rückzugsposten schauen. 2, ja, cool. Hilft uns gar nicht, wirklich. Wir setzen Kangama ein. Geben Kangama die Wasserenergie. Wir nutzen jetzt auch den Pokéball. Eigentlich egal, was für ein Pokémon wir uns rausholen. Kingler. Ist vollkommen Wurst. Hauptsache, da ist wieder eine Karte weiter aus dem Deck raus, sodass wir dadurch minimal die Chance erhöhen, als nächstes eine Energiekarte zu ziehen. Wäre schön, wenn es sich jetzt selbst umbringt nach und nach. Das wäre richtig toll. Zweimal hatten wir schon Glück. Wasserenergie. In der Zeit können wir Kangama aufbauen. Ja, keine Ahnung, vielleicht rettet Kangama das mit Kometenhieb, ich weiß es nicht. Ja, der trifft. Kangama. Feuerenergie. Und apportieren. Noch eine Energie, das ist sehr schön. Hoffentlich sehen wir gleich noch eine Energiekarte, dann könnten wir auch Nidoran ausstatten. Und er hat sich selbst gekillt. Das ist geil. Bitte eine Energie. Ja, eine Wasserenergie. Geil. Er setzt auch noch Porenta ein. Hm, was machen wir? Wir brauchen eine Pflanzenenergie mehr auf Nidorino. Um den Hornbohrer wirkungsvoll durchzuziehen. Kometenhieb. Schauen wir mal, wie oft wir Glück haben. 1. 2. Bitte noch einmal. Schade. Lassen wir noch so einen beschissenen Lauchschlag von ihm, glaube ich. Noch ein Porenta, Alter. Bitte Zahl. Ja, sehr schön. Alter, er sitzt auf dem letzten Preis, ey. Pluspower, das hilft uns gerade überhaupt gar nicht. Aber gut ist, dass wir wenigstens noch einen Tausch haben und Kangama, ohne dass wir die Energie aufbrauchen müssen für den Rückzug, tauschen können. Das ist gerade hilfreich. Der Kometenhieb. Einmal werden wir da wohl Kopf bekommen, oder? Einmal. Zweimal. Reicht. Wir könnten es noch reißen. War klar, dass er trifft. Shit. Pflanzenenergie, das ist gut. Wir schauen uns mal kurz seine Pokémon an. Hypno braucht 3 Psychoenergie, um finsteres Gemüt einsetzen zu können. Okay, wir tauschen. Tausch. Hornbohrer.
Auch ein Nidorino können wir gar nicht gebrauchen. Wasserenergie an Anton, sehr schön. Und Nidoking. Wirf eine Münze. Bei Kopf fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte zu. Bei Zahl fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte zu und Nidoking fügt sich selbst 10 Schadenspunkte zu. Hilft uns nicht. Eine Pflanzenenergie wäre sehr willkommen gewesen. Und wir hauen jetzt alles raus. Plus Power und Hornbohrer. Oh, wir schaffen es, wir schaffen es. Voll geil. War ein wirklich sehr, sehr harter Kampf. Muss ich zugeben. Komm, den prügeln wir jetzt weg. Fall auf die Omme. Egal, die 10 Schadenspunkte. Und Bisaflor, das erste Mal, dass wir Bisaflor sehen. Und dann ist das Duell auch noch vorbei. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ey, du bist wirklich gut. Ich gebe dir diese Boosterpackung. Ja, diese Boosterpackungen. Vielmehr. Erzähl niemandem von meiner Niederlage, okay? Kolosseum. Nocturne, das ist cool. Das ist sehr hilfreich. Und ich freue mich auch sehr über diesen Eicheldoktor. Geil. Und Bill, ja, Wahnsinn. Hätte kaum besser sein können, diese Boosterpackung. Wirklich. Genial. Evolution. Boga, ja. Osana, Smetbo. Smetbo ist cool. Können wir sehr gut gebrauchen. Und die Energiesuche auch. Wunderbar. Winter auch, ja. Kann man gebrauchen, wie ihr gesehen habt. Kann helfen. Rätsel. Ein Arknos wäre jetzt cool. Ist ja sogar drauf abgebildet. Da war das. Bei Zahl hat dieser Angriff keine Wirkung und das für 4 Feuerenergie, ey. Hier die Wasserenergie ist das wirklich einzig brauchbare. Ja gut, Schlurp können wir vielleicht irgendwann nochmal gebrauchen, aber sonst. Jei. Super Energieabsauger. Arbok. Wirf eine Münze bei Kopf und falls dein Moment, bei Kopf und falls dein Gegner irgendwelche Pokémon auf der Bank hat, wählt er eines von ihnen und tauscht das mit dem verteidigenden Pokémon aus. Okay. Giftzahn, Bodri, Hühler, Wiederverwertung. Ja, ist jetzt nicht so die Pelle vom Ei, aber wir hatten ja am Anfang ziemlich Glück. In beiden, in dem Karten und im Tanz. In den Karten. Und im Tanz sind Herz und Rhythmus das Geheimnis. Nee, das hört sich klasse an. Ich sollte dichter werden. Nee, wirklich, du musst nicht noch mehr saufen, um noch dichter zu werden. Also, das reicht schon. Ja, wir haben Imakuni besiegt. Das ist sehr geil. Wir speichern. Ja. Und gehen natürlich direkt in die Deckbearbeitung. Dieser Samen. Ja, nee, komm. Wir haben ein Smetbo. Würde ich gerne reintun, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens einen Safcon mehr. Ansonsten ist es wirklich sehr unwahrscheinlich, dass wir das Smetbo aufs Feld kriegen. Das gleiche gilt hier für Bisaknosp und Bisaflor eigentlich, aber naja. So, Nidoran haben wir hier mal. Ja, Myrapla, unser 10 hier, da fehlt noch ein bisschen was. Feuer, nein. Feuer wollen wir nicht. Das sieht hier ein bisschen mau aus mit dem ganzen Wasserkram. Aber wenn wir Yurop und Yugong noch ein paar Mal kriegen, könnte man das übergangsweise erstmal wieder reintun. Aber zweimal und einmal, das ist zu wenig. Ja, alles andere auch immer noch sehr wenig. Wir können Trainerkarten reintun. Professor Eich, Billy Boy, Energiesuche. Mal Energiezugewinnung, ich weiß nicht recht. Schauen wir mal weiter. Super Energieabsauger. Entferne einen auf deiner
und deine eigenen Pokémon abgelegte Energiekarte um einen Pokémon deines Gegners um bis zu zwei darauf Energiekarten wählen und entferne diese Energiekarten. Okay. Tausch hat uns gerade den Arsch gerettet, aber muss ich nicht zwingend nochmal drin haben. Windhauch, ja. Spieler. Weiß ich nicht recht. Ja, Wiederverwertung können wir mal mit reinbauen. Ein Spieler, ja, wenn man das nutzt, um Save States zu erstellen, um dann zurückzuladen, falls man nicht Kopf wirft, ist Spieler ziemlich geil. Ansonsten ist mir das Risiko eigentlich zu hoch. Man hat ziemlich selten nur noch Spieler auf der Hand, sodass man dann auch von dieser eingezogenen Karte profitieren kann. Was schmeißen wir raus? Im Endeffekt hier eigentlich Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor.